Eine Zukunft voller Glück, Freude, Reichtum und Frieden unter allen Menschen und ohne Neid, Mord und Katastrophen nennt man Utopie. Und ja, selbst Hollywood findet diese Vorstellung der Zukunft zu unwahrscheinlich und irrsinnig, weshalb sie sich vorwiegend mit dem Gegenteil beschäftigen, Dystopien. Die fünf meiner Meinung nach besten davon habe ich euch heute mal in einer neuen Folge Select zusammengefasst. Ich bin Luke und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Auf dem fünften Platz habe ich den Film Blade Runner aus dem Jahr 1982 gewählt. Der US-Sci-Fi-Film aus den Händen des fantastischen Ridley Scott basiert auf dem Roman Träumen an Ruinen von elektrischen Schafen von Philip K. Dick. Er übernimmt stellenweise stilistische Eigenschaften des düsteren Film-Noir-Genres und dreht sich rund um die Menschlichkeit. Im Film haben von einem Großkonzern erschaffene Replikanten, also Androiden, ferne Planeten für die Menschheit erschlossen, da die Erde ein überbevölkerter Klumpen Dreck geworden ist. Es gibt kaum noch lebendige Tiere und Menschlichkeit steht in Frage, seitdem die Androiden äußerlich kaum noch einen Unterschied zu echten Menschen aufweisen. Und um Missverständnisse zu vermeiden, ist es diesen Replikanten nicht erlaubt, die Erde zu betreten. Tun es einzelne Exemplare doch, werden sie vom sogenannten Blade Runner gejagt und ausgeschaltet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Ganze wird etwas kompliziert, als sich der Mensch und Blade Runner Deckard in eine weibliche Replikantin verliebt. Ein großes Drama um unsere Zukunft und was Menschsein eigentlich bedeutet, entfesselt sich in diesem wunderbaren Wert Zukunftsangst. Ähnlich geht es auch im Plot von Planet of the Apes zu. Was sind wir Menschen mehr als Tiere, die sich herausnehmen, alle anderen Spezies zu unterwerfen, einzukerkern und zu versklaven? In den Planet der Affen-Filmen wird der Spieß nämlich umgedreht und die Primaten reißen die Macht an sich. Und hier findet sich im Original, dem Buch La Planète des Singes vom französischen Autor Pierre Boulle aus 1963 ein etwas anderer Ansatz als in den Filmen wieder. Denn in den Filmen wurde aus zwei Planeten einer. Im Original findet das alles nicht auf der Erde statt, sondern wir begleiten einen Journalisten auf einen entfernten Planeten. Hier geht es um unseren Platz als herrschende Spezies. Auf dem entfernten Planeten begegnet der Protagonist nämlich vielen sehr animalischen Menschen, die weder sprechen können noch irgendeine Art der Intelligenz aufweisen. Wohingegen die Affen dort weiterentwickelt sind und es schaffen, die einst dort herrschenden Menschen zu überwältigen und ihnen den Platz abzutreten. Taylor! Why did you run away? Security police. I'm in charge of this man. No longer, madam. He is now in custody of the Ministry of Science. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Es geht also darum, dass wir unseren Stand in dieser Welt immer mehr für selbstverständlich nehmen und nicht mehr über die Konsequenzen unserer Intelligenz nachdenken. Und dies könnte irgendwann unser absoluter Downfall sein. Wenn wir uns nicht mehr auf die Errungenschaften unserer Vorväter verlassen können. Selbst wenn das nicht durch Affen passieren wird, wahrscheinlich. Also, das ist schon unwahrscheinlich mit den Affen. Auf Platz 3 bringe ich Repo Man, einen Film, den ich selbst erst seit gar nicht so langer Zeit kenne, aber mich direkt in diese Zukunftsvorstellung verliebt habe. Hier wurde der Kapitalismus in seine absurdesten Ränge gedrängt. Eine Firma verkauft Prothesen und künstliche Organe an Kranke und Geschädigte mit extrem hohen und oft unzahlbaren Ratenzahlungen. It's compact, it's safe, it's comfortable. Everything you want in a new liver. The price, $756,000. Let me just reassure you that our credit department will find a plan that fits your lifestyle. He'll sign it. Everybody signs it. But what they don't tell you is if you can't pay the bills, some union man will break into your house and reclaim our property. I can pay. Sorry, that's not my department. Liver. Können die Patienten dann ihr neues Herz für einige Zeit nicht mehr abbezahlen, kommen die eigens von dem Unternehmen engagierten Repo-Man und besorgen sich die Organe zurück. Und wenn sie das noch pochende, bionische Herz aus der Brust des Kunden reißen müssen und ihn damit umbringen, ist das absolut in ihrer Macht und legal. Ist ja ihr Eigentum. Hier wird das menschliche Leben zum Geschäft gemacht, wie es in unserer Welt noch nicht ganz denkbar wäre. Schauen wir aber auf so einige Entwicklungen, scheint diese Zukunft fast nicht mehr so weit weg. Der Plot dreht sich komplett um einen Repo-Man, der sich plötzlich selbst in einer Situation sieht, in die er auf seine eigene Firma angewiesen ist. Und das geht nicht gut.
Auf dem zweiten Platz habe ich Equilibrium gewählt. Hier sind wir in einer Art moderner und doch kultischer Verschwörung gefangen, zusammen mit Christian Bale. Dieser Film ist sehr, sehr, sehr stark an dystopischen Romanen wie Fahrenheit 451, Brave New World, 1984 und sogar Metropolis angelehnt. Es geht um eine Welt, in der nach dem Dritten Weltkrieg alle menschlichen Emotionen der Bevölkerung von einem Psychotropikum, Prozium 2, auf ein Minimum reduziert werden. Die Bevölkerung wird in dieser in Ruinen liegenden Welt von der Regierung so gefügig gemacht, dass alle gleich sind und alle emotionslose und rudimentär funktionierende Maschinen sind. Und alles, was Gefühle auslöst, also Kunst, Literatur, Musik, Haustiere und Co. sind verboten. Sollte jemand dagegen verstoßen oder seine Dosis Prozium 2 nicht mehr einnehmen, macht ihn das zum Sinnestäter. Und er wird von der Regierung gejagt und eliminiert. Ja, wenn du eine Katze streichelst, dann wirst du umgebracht von der Regierung. Eine ebenfalls erschreckend realistisch wirkende Zukunft in Zeiten, in der die Gleichschaltung der ungebildeten Masse immer schneller und leichter vorangeht. Equilibrium ist eine wundervolle Zusammenfassung aller großen dystopischen Werke da draußen und eigentlich ein Muss für jeden, der auf diese Art von Film steht. Und auf dem ersten Platz habe ich Idiocracy, aka Trumps utopisches Zukunftsbild. Der Film aus dem Jahr 2006 aus der Hand des Regisseurs Mike Judge spielt im Jahr 2505, in der sich die fleißigen Akademiker Generation um Generation um ihren intelligenten Nachwuchs gebracht haben, wohingegen die chaotischen und ungebildeten Unterschichtsfamilien wie die Kaninchen weiter schön weggeböllert wurden und dann, ne, viele fette, dumme Menschen. Natural Selection. The process by which the strongest, the smartest, the fastest reproduced in greater numbers than the rest. A process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Die Folge ist eine geistig degenerierte Gesellschaft mit keinerlei Interesse an kritischem Denken oder Bildung. Nach anderen wahnwitzigen Dingen wird dort unser Protagonist, ein Typ mit IQ von 100, versehentlich in den Kryoschlaf versetzt und wacht erst 500 Jahre später wieder auf. I don't know what's going on, but I'm seeing things. I think it might be because of these drugs the army put me on. But if you could just get me well enough to get back to base. Right. Kick ass. Well, don't want to sound like a dick or nothing, but it says on your chart that you're fucked up. You talk like a fag and your shit's all retarded. Er kommt in der neuen Welt nicht zurecht und wird in ein Gefängnis verfrachtet. Bei einem IQ-Test, um zu sehen, zu welchen Tätigkeiten er im Gefängnis fähig sei, stellen die Behörden fest, dass dieser Mann der intelligenteste Mensch des Planeten ist. Viele sehr witzige und leider unheimlich relatable Ereignisse passieren. Und unser Protagonist Joe wird im Endeffekt sogar zum Präsidenten der USA gerufen. Einem ehemaligen Rapper-Wrestler-Pornostar. Und dieser fordert ihn auf, mit seiner immensen Intelligenz das Landwirtschaftsproblem des Landes zu beheben, damit die Leute wieder essen können. Na, kommt euch das bekannt vor? Wrestler, ehemaliger Entertainer, dumm. Genau, wir sind mit Trump nicht allzu weit entfernt und haben in nur knapp 12 Jahren fast das geschafft, was Idiocracy in 500 Jahren geplant hatte. Ein ungemein zeitgemäßes Werk, was einen inzwischen definitiv erschreckend bekannt vorkommt, unbedingt ansehen. Aber was ist denn eure liebste Dystopie und was haltet ihr von meinen Picks? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und hier könnt ihr jetzt den Kanal noch abonnieren. Und um noch mehr Videos von mir zu sehen, könnt ihr jetzt hier und da klicken. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ja, da steht eigentlich alles auf dem Teleprompter, aber ich habe nicht richtig abgelesen. Auf Wiedersehen, wenn ihr hauen.